Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Update zu unserer Zahnpflege. Ich persönlich putze seit ca. 5,5 Jahren meine Zähne nur noch mit selbstgemachter Zahnpasta. Meine Jungs seit ungefähr 4,5 Jahren. Also wir verwenden selbstgemachte Zahnpasta und wir verwenden für unsere Zahnpflege keine Plastikzahnbürsten mehr, sondern Zahnbürsten aus Bambus. Und ich persönlich verwende auch seit einigen Jahren ab und zu einen Mieswachzweig. Also das ist so ein Zweig, mit dem man sich auf ganz natürliche Art und Weise die Zähne pflegen kann. So ein Mieswachzweig ist zum Beispiel im arabischen und afrikanischen Raum auch weit verbreitet. Wer sich mit natürlicher Ernährung und natürlicher Körperpflege beschäftigt, der möchte dann auch für seine Zähne viel mehr Natürlichkeit. Und wenn wir konventionelle Zahnpasta verwenden, dann sind wir mit diesen Produkten ganz weit weg von dem Begriff natürlich. Wusstet ihr, dass bestimmte Inhaltsstoffe von Zahnpasten auch über die Mundschleimhaut aufgenommen werden? Habt ihr schon einmal die Zutatenlisten von herkömmlichen Zahnpasten studiert? Möchtet ihr das wirklich in eurem Körper haben? Folgende Stoffe können in Zahnpasten enthalten sein, die in unserem Körper nicht zu suchen haben. Fluoride und künstliche Aromen. Triclosan, ein chemisches Desinfektions- und Konservierungsmittel. Natriumlaurylsulfid, ein Tensid, welches als allergieauslösend und hautreizend wirken kann. Parabene, künstliche Konservierungsstoffe, auf die allergisch reagiert werden kann. Polyethylenglykole, das sind Emulgatoren, die die Schleimhaut durchlässiger machen. Und künstliche Süßstoffe. Ich dokumentiere ja schon seit einigen Jahren hier auf diesem YouTube-Kanal unsere alternative natürliche Zahnpflege und natürlich auch die meiner Kinder. Und hin und wieder kamen natürlich auch die Kommentare, oh, die armen Kinder, die müssen sich mit Bambuszahnbürsten und selbstgemachter Zahnpasta die Zähne putzen, die tun mir richtig leid. Die werden ja total ausgegrenzt. Was soll man aus diesen Kindern werden? Meine beiden Kinder sind 14 und 10 Jahre alt. Ich habe kürzlich meinen Jüngsten gefragt, wie er es findet, dass er mit Bambuszahnbürsten die Zähne putzen muss. Andere, die meisten Kinder, putzen ihre Zähne mit bunten Plastikzahnbürsten. Er hat da ganz cool reagiert und meinte, na und, die sind ja auch nur bunt. Ich kann mir ja auch mit Bambuszahnbürsten die Zähne putzen. Ich muss dazu sagen, wenn mein Jüngster beim Zahnarzt ist zur Kontrolle, dann bekommt er manchmal eine bunte Plastikzahnbürste. Die nutzt er dann auch mal ein paar Wochen und dann, wenn die Zahnpasta wieder ausgewechselt werden muss, dann gibt es eben eine Bambuszahnbürste. Also meine Kinder, die sind damit schon seit einigen Jahren sozialisiert. Für die ist das ganz normal. Aktuell sind sie im Urlaub und haben auch ihre Bambuszahnbürste und ihr Zahnpulver mitgenommen. Also für meine Kinder ist es ganz normal und es gibt keinen Grund, meine Kinder zu bemitleiden. Wie schon erwähnt, meine Kinder sind 10 und 14 Jahre alt und beide haben keine Karies. Meine Kinder haben sich bei mir noch nie die Zähne mit einer Zahnpasta geputzt, die Fluorid enthält. Sie haben auch noch nie beim Zahnarzt so einen Lack oder so eine Pasta auf die Zähne bekommen, die Fluorid enthält und die Zähne fester, stärker bzw. den Zahnschmelz stärker machen sollen. Und meine beiden Jungs, 14 und 10 Jahre alt, haben keine Karies, auch ohne Fluorid und ohne fluoridhaltige Zahnpasta. Als nächstes zeige ich euch unsere natürliche Zahnpflege. Welche Zahnputzutensilien stehen bei uns im Bad? Los geht's! Hier seht ihr unsere Zahnputzutensilien, mit denen wir uns schon seit mehreren Jahren die Zähne putzen. Auf der linken Seite seht ihr selbstgemachte Zahnpasta aus nur ganz wenigen Zutaten. Das ist meine selbstgemachte Zahnpasta, die einfach nur aus Kokosöl und Kurkuma-Pulver besteht. Die Zahnpasta meiner Jungs besteht einfach nur aus Kokosöl und gemahlenem Birkenzucker. Ab und zu mische ich noch ein bisschen Natron bei und regelmäßig gibt es noch einen Tropfen ätherischen Öles für meinen ältesten Pfefferminzöl und für meinen jüngsten Orangenöl. Wenn wir auf Reisen sind, nehmen meine Jungs ihr Zahnpulver mit, da hat jeder dann so ein Gläschen und dieses Zahnpulver besteht nur aus 4 Zutaten. Aus gemahlenem Birkenzucker, also Xylit, Original Rügener Heilkreide,
Bio-Ackerschachtelhalmpulver und ätherisches Bio-Orangenöl. Ich habe auch Zahnpulver, die ich auf Reisen mitnehme, weil es einfach praktischer ist. Man muss keine Befürchtung haben, dass die Zahnpasta mit Kokosöl, dass die sich erwärmt und das Glas nicht richtig verschlossen ist und ausläuft. Das ist auf Reisen einfach praktischer, so ein Pulver. Und da habe ich hier von Lebenskraft pur die Pulver Morgensonne und Abendhimmel. Also eigentlich ist das ein Zahnpulver für morgens, also die Morgensonne, und für abends Abendhimmel. Aber wenn ich auf Reisen bin, nehme ich meistens aus Platzgründen oder aus Optimierungsgründen nur ein kleines Gläschen mit. Das Zahnpulver Abendhimmel besteht aus grüner Mineralerde, Natron, Xylit, also diesem Birkenzucker, Bio-Cayenne-Pfeffer und einem Bio-Zitronenöl, also einem ätherischen Öl. Das Zahnpulver Morgensonne besteht aus original Rügener Heilkreide, Natron, Xylit, also gemahlener Birkenzucker, Bio-Ackerschachtelhalm und Bio-Pfefferminzöl, also einem ätherischen Öl. Ich habe hier auch noch selber gemischte Zahnpulver auf der linken Seite. Das ist einfach so ein Basispulver aus grüner Mineralerde, Natron und gemahlenem Birkenzucker, also Xylit. Und auf der rechten Seite seht ihr ein Zahnpulver aus original Rügener Heilkreide, Natron und gemahlenem Birkenzucker. Also das ist hier so das Basispulver. Da kann jetzt noch Kurkuma dazu gegeben werden, auch gemahlene Kamille, gemahlenes Salbeipulver oder auch eben Ackerschachtelhalm. Dann kann das mit verschiedenen Ölen noch versetzt werden, ätherischen Ölen. Das ist einfach ein tolles Zahnpulver, was man dann mit ein bisschen Wasser vermischen kann, wenn man dann Zähne putzt. Und so hat man auch ein natürliches Zahnpulver zur Hand, also eine natürliche Zahnpflege. Wir verwenden ja für die Zahnpflege schon seit einigen Jahren Zahnbürsten aus Bambus und ich verwende ab und zu auch für die Zahnpflege so einen Miesbackzweig. Wir haben schon in den letzten Jahren verschiedene Bambus-Zahnbürstenvarianten getestet. Seit einigen Wochen testen wir diese Variante. In der Verpackung befinden sich 8 Zahnbürsten aus Bambus und das Gute darin, die sind alle durchnummeriert, also von Nummer 1 bis 8. Und gerade wenn mehrere Familienmitglieder sich die Zähne mit Bambuszahnbürsten putzen, ist das ganz gut. Da kann sich jeder seine Nummer heraussuchen und da kommt es auch nicht zu Verwechslungen der Zahnbürste. Wie schon erwähnt, wir haben ja verschiedene Bambuszahnbürsten in den letzten Jahren getestet und einige hatten für uns leider zu harte Borsten. Diese Borsten sind nicht zu hart und nicht zu weich, die sind für uns sehr gut geeignet. Wenn ihr euch für solche Bambuszahnbürsten und auch für solche Mieswackzahnbürsten interessiert, ich verlinke euch beide Zahnputzutensilien unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Zu den Mieswackzahnbürsten habe ich auch schon ein Video gemacht bzw. einen Blogartikel geschrieben. Ich verlinke euch beides auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar bzw. verlinke ich euch das Video dazu auch oben in den Infokarten. Seit längerem sind wir ganz begeistert von den Zahnkristallen von Lebenskraft pur. Mittlerweile gibt es 3 Sorten. Es gibt die normalen Zahnkristalle, die einfach nur aus Xylit bestehen. Dann gibt es die Zahnkristalle mit ätherischem Zitronenöl und dann gibt es neuerdings auch noch Zahnkristalle mit Eukalyptus. Die Verpackung ist noch geschlossen, die habe ich jetzt ganz neu bestellt. Die werden wir jetzt demnächst testen. So sehen die Zahnkristalle aus und das Tolle an diesen Zahnkristallen ist, dass sie ungefähr 10 Minuten im Mund verbleiben, bis sie sich dann aufgelöst haben. Und diese 10 Minuten braucht es wohl, damit Xylit für die Zähne und für den Speichel die optimale Wirkung entfalten kann. Bevor wir die Zahnkristalle kennengelernt haben, haben wir immer mit kristallinem Birkenzucker ein bisschen den Mund gespült, das bisschen wie eine Mundspülung verwendet. Aber gerade für Kinder sind solche Zahnkristalle viel besser geeignet, weil sie die einfach im Mund lassen können. Sie können sie einfach lutschen und nach 10 Minuten lösen sie sich auf und dann ist die optimale Wirkung der Zahnkristalle auf die Zähne gegeben. Diese Zahnkristalle bestehen zu 100% aus kristallinem Xylitol, also einem Naturrohstoff aus Birkenrinde. Durch die Zahnkristalle wird der Speichelfluss mit Kalzium und Phosphat erhöht und ein gesunder alkalischer pH-Wert mineralisiert die Zähne, die Knochen und das Zahnfleisch.
Bakterien, die die zahnschädliche Milchsäure erzeugen, also die Kariesbakterien, werden in Anwesenheit dieser Zahnkristalle blockiert und Karies kann nicht entstehen. Und ich habe es auch schon in einigen Videos erwähnt, die Kariesbakterien sollen diesen Birkenzucker nicht verstoffwechseln können. Für uns sind die Zahnkristalle eine geniale Ergänzung zu unserer natürlichen Zahnpflege. Wer sich für die Zahnkristalle interessiert, ich verlinke euch alle drei Sorten, also die Basiszahnkristalle, die einfach nur aus Xylit bestehen, dann die Zitronenzahnkristalle und die Eukalyptuszahnkristalle unter diesem Video, beziehungsweise findet ihr die Links im ersten angepinnten Kommentar. Das sind unsere natürlichen Zahnpflegemittel und es gibt so vier Hauptkomponenten: Kokosöl, Birkenzucker, Kurkuma und Natron. Sind diese vier Lebensmittel, es sind ja schon Lebensmittel, die man ja auch in der Küche verwenden kann, sind diese vier Lebensmittel wirklich für die Zahnpflege geeignet? Dem Kokosöl wird eine antibakterielle Wirkung nachgesagt. Im Kokosöl ist Laurinsäure enthalten, eine Fettsäure, die gegen Bakterien wirkt. Wie schon im Video erwähnt, Kariesbakterien können den Birkenzucker nicht verstoffwechseln. Es gibt auch eine interessante Studie aus den 70er Jahren mit Kindern und diese Studie deckte auf, dass Birkenzucker eine kariesreduzierende Wirkung hat. Wer sich für diese Studie interessiert, ich verlinke sie euch unter diesem Video. Meine selbstgemachte Zahnpasta enthält Kurkuma und Kurkuma besitzt antioxidative Eigenschaften, also auch zellschützend. Kurkuma wirkt entzündungshemmend, entgiftend und antibakteriell. Natron ist in den Zahnpulvern enthalten, in den Zahnpulvern von Lebenskraft pur, aber auch in meinen selbstgemischten Zahnpulvern. Und Natron besitzt alkalische Eigenschaften, also schafft einen angenehmen pH-Wert im Mund und kann Säure neutralisieren. Also ich habe mit diesen vier Lebensmitteln für meine Zahnpflege ein viel besseres Gefühl, als wenn ich so manche Zahnpasta studiere, wo ich 90-95% der Zutaten überhaupt nicht verstehe. Letztes Jahr habe ich ein Interview mit der ganzheitlichen Zahnmedizinerin Dr. Karin Bender-Gonser veröffentlicht und wir haben über ihr Buch Ganzheitlich gesunde Zähne gesprochen. Ich verlinke euch dieses Interview oben in den Infokarten. In diesem Buch beschreibt sie alle ganzheitlichen Zusammenhänge, die die individuelle Zahngesundheit unterstützen und liefert bisher unerkannte Möglichkeiten, mit Symptomen umzugehen. Es ist ein holistisches Basiswerk, welches neue Perspektiven bietet. In diesem Buch lernen wir, was eine zahngesunde Ernährung ist, welche Wildkräuter Zähne stärken, wie eine natürliche Zahnpflege aussieht, warum und wie Meridiane Einfluss auf die Zahngesundheit haben und welche geheime Sprache sich hinter unseren Zahnsymptomen versteckt. Mit diesem Buch können wir unser eigenes Potenzial erkennen und unser Wissen erweitern durch eine ganzheitliche Sicht auf Karies, Parodontitis, Wurzelentzündungen und Kiefergelenksbeschwerden. Ich verlinke euch dieses Buch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Und die Karin hat mir auch einen tollen Tipp für meine Kinder gegeben. Sie sagte, wenn man bei Kindern Karies vermeiden möchte, dann sollte man zwei Dinge auf alle Fälle verwenden. Das ist Birkenzucker, also die Zahnkristalle nach der Zahnpflege und Chlorella für die Entgiftung. Und meine Jungs nehmen schon seit ein paar Jahren regelmäßig Chlorella-Presslinge zu sich. Ihr findet auch Chlorella-Presslinge als Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Karin hat auch ein Buch veröffentlicht, Naschen erlaubt. Das sind zuckerfreie Rezepte, da wird auch mit Xylit, mit Birkenzucker gearbeitet. Das sind über 51 Rezepte für gesunde Süßigkeiten für die ganze Familie. Das sind vegane Rezepte, aber auch vegetarische Rezepte, also zuckerfreie, köstliche Rezepte. Das war also mal wieder ein Update zu unserer natürlichen Zahnpflege. Jetzt könnte ja manch einer sagen, naja, meine Kinder, die essen ganz normal, die putzen mit konventioneller Zahnpasta die Zähne und die haben auch keine Karies. Da kann ich sagen, naja, meine Kinder essen größtenteils vegan, pflanzlich, auch viel Frischkost, so viel wie möglich und sie putzen sich mit selbstgemachter Zahnpasta die Zähne und sie haben auch keine Karies. Also es ist auch möglich, den natürlichen Weg zu gehen und für die Kinder einfach eine natürliche Zahngesundheit zu ermöglichen. Das war ein Update zu unserer natürlichen alternativen Zahnpflege mit vielen Tipps und Inspirationen. Was haltet ihr von unserer natürlichen Zahnpflege? Hinterlasst mir gerne eure Meinungen und Gedanken unter diesem Video. Gerne auch eure Erfahrungsberichte mit alternativen Zahnpflegemittelchen.
Ich freue mich über regen Gedankenaustausch. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Woche. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.